Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Mystische Kreaturen von Azeroth und darüber hinaus. In diesem Part geht es um die Frosterben. Aber bevor wir überhaupt zu den Frosterben und dergleichen kommen, möchte ich euch noch ein paar Sachen ansprechen, wofür ich eigentlich kein wirkliches Infovideo machen wollte. Deswegen, wenn ihr diese Infos, die ich für euch habe, die den Kanal betreffen, die meine Zukunft auf YouTube und dergleichen betreffen, nicht hören wollt, dann schaltet einfach wahrscheinlich so 2-3 Minuten vor, wenn ich dann mit der Geschichte über die Frosterben beginne. Ich wollte erstmal erzählen, dass ich ein bisschen erkältet bin und wieder krank wurde, deswegen gibt es jetzt ein paar Videoausfälle und es wird auch weiterhin zu Videoausfällen kommen, denn ich habe tatsächlich in Berlin eine Wohnung bekommen. Bedeutet, ich ziehe aus meinem guten Elternhaus aus und ziehe in eine eigene Wohnung. Das geschieht alles am 19. Januar. Bedeutet, diese Wohnung ist noch nicht laminisiert. Ja, da ist kein Laminat drin. Und da ist noch nicht gestrichen. Streichen tun wir gerade. Und keine Küche gebaut und. Das bedeutet, darum muss ich mich kümmern. Währenddessen muss ich arbeiten, weil ich keinen Urlaub habe. Erst im Januar, nachdem ich eingezogen bin, kriege ich Urlaub oder habe ich Urlaub bekommen. Das bedeutet einfach und, naja, dem Umstand geschuldet, dass ich weniger Videos hochladen kann. Und ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Deswegen so aufwendige Lore-Videos und dergleichen, wie zum Beispiel Mystische Kreaturen von Azeroth und dergleichen, wo ich wirklich eine Arbeitszeit von insgesamt vielleicht 10 Stunden, 4 Stunden habe. 4 bis 10 Stunden dauert immer so ein Video in der Mache. Fun Fact. Und wird es weniger geben einfach, weil ich keine Zeit habe, weil ich währenddessen arbeiten muss und die ganze Sache mit der neuen Wohnung. Ja, dann gucken wir mal, wie es mit YouTube weitergeht. YouTube hat gerade ein paar merkwürdige Algorithmen getestet seit ungefähr 2 Monaten. Das ist furchtbar für kleinere YouTuber. Vielleicht habt ihr schon von größeren und kleineren YouTubern gehört. Dieser Algorithmus sorgt dafür, dass kleinere YouTuber wie ich und Videos, die weniger geklickt werden, weniger in den Abo-Boxen und weniger in für dich empfohlen oder kürzlich gesehen oder willst du weitergucken, gezeigt werden. Bedeutet, ich als kleiner YouTuber, der keine Werbung für meinen Kanal macht, habe keine Chance, neue Abonnenten zu generieren, weil YouTube es mir verbietet quasi. Durch diesen Algorithmus verbietet mir das. Gronkh hat darüber ein Video gemacht, dass er ist ja kein kleiner YouTuber irgendwie mit 3 Millionen Abonnenten, aber dass er YouTube-Videos hat, zum Beispiel Red Dead Redemption und Assassin's Creed Odyssey, was auch viele Leute, andere Leute spielen und auch anders als er. Er macht es ja immer ein bisschen ruhiger und das mögen die meisten Leute nicht. Und diese hatten auf seinem Kanal einfach wenig Aufrufe. Und tatsächlich wurden diese Videos nicht auf seinem Kanal gezeigt, obwohl er sie ja eigentlich hochlädt und es in unseren Abo-Boxen sein müsste. Ich mag zum Beispiel das Faust-Let's Play von ihm, was auch nicht so stark geguckt wird. Und das wird auch weniger einfach gezeigt von YouTube. Und da habe ich die ersten 4 Folgen verpasst, weil das mir einfach nicht angezeigt wurde. Ja, bedeutet, ich mache seit 2 Monaten Minus-Abonnenten. Das ist mir noch nie passiert. Ich hatte meistens 20 Abonnenten, 5 Abonnenten, 30 Abonnenten, 40 Abonnenten. Und zwei Monaten, also es ging schon immer weiter runter. Sieht man auch auf den Aufrufzahlen einfach meiner Videos, dass sie weniger geworden sind und auch weniger Kommentare geschrieben wurden. Aber tatsächlich mache ich jetzt sogar Minus-Abonnenten. Seit ein paar Tagen, 2, 3, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Da habe ich jetzt irgendwie plus 2 Abonnenten, was ich natürlich auch ändern kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich Minus-Abonnenten mache, obwohl ich den gleichen Content liefere. Natürlich mache ich weniger Content seit August tatsächlich oder beziehungsweise schon vor August wegen dem Examen und wegen dem Berufseinsteigend und jetzt natürlich wegen der Wohnung. Seit 2018 ist für mich ein Jahr, in dem einfach sehr, sehr viel passiert oder auch sehr, sehr viel passiert ist und ich mich nicht so um den YouTube-Kanal kümmern konnte, weil es halt einfach nicht ging, weil ich keine Zeit hatte, weil das Real Life, wie man so schön sagt, wichtiger ist. Ich hoffe, das kann jeder von euch verstehen.
weil es einfach wichtiger ist, einen Beruf zu haben, wichtiger ist, Geld zu verdienen, wichtiger ist, für Leute da zu sein, die ihr mögt. Deswegen, wenn ich vielleicht in einer neuen Wohnung bin, mache ich vielleicht ein paar mehr Livestreams, vielleicht liegt da die Zukunft, YouTube und Twitch oder irgendwas da drin. Dann bin ich auch alleine in der Wohnung, bis jemand mit mir einziehen möchte. Ja, das bedeutet, dann werden wahrscheinlich auch ein paar mehr Livestreams kommen. Auf YouTube, auf Twitch, wir gucken mal, wohin es geht. Mal sehen, wohin sich das alles entwickelt. Auch vor allem mit YouTube und mit meiner Arbeit und überhaupt und sowieso. Vielleicht kommt ja auch etwas, was niemand erwartet. Wer weiß. Wer weiß, was alles schon abgeht. Ich habe gerade von Liebsten gesprochen. Es ist bald wieder Weihnachten, Leute. Die Zeit, in der man sich in den Armen liegt, der Frost die Wände hochkrabbelt und die Fenster mit Raureif bedeckt sind, wo die Arbeiter auf ihre Busse warten und Frost aufkommt und die Autos gekratzt werden müssen, indem man seinen Liebsten schöne Geschenke macht und dergleichen. Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht, weil ich arbeiten musste bis Dienstag, damit ich richtig krank geworden habe, irgendwie nur im Bett gelegen und jetzt bin ich krank. Gut, ich bin nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Ich gucke gerade Stirb langsam, um mich ein bisschen in Weihnachten einzugliedern. Ich bin ja auch ziemlich viel in meiner neuen Wohnung und streich da und sowas. Ich weiß nicht so genau. Ich bin nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Aber das sollte euch nicht den Spaß an Weihnachten verderben. Diesmal gibt es kein Gewinnspiel, kein Weihnachtsgewinnspiel, bei dem nur zwei Leute mitmachen und nicht so coole Vögel und überhaupt Specials. Guckt sich sowieso keiner an, kümmert sich keiner drum. Egal. Jetzt geht's ganz normal los mit den Let's Talk WoW Lore über die Frosterben. Schenkt euren Liebsten ein wenig Aufmerksamkeit und dergleichen. Die Frosterben. Die Frosterben, auch bekannt als Eiszwerge, sind eine Zwergenrasse, die in den Sturmgipfeln beheimatet sind. Als die Forscherliga diese entdeckte, entstand bald, obwohl die beiden Zwergenvölker sehr unterschiedlich in Aussehen und Tradition waren, eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihnen. Ebenso lassen sie dadurch die Verbündeten der Allianz in ihrer Hauptfestung, Eisfestung, lagern. Angeführt werden sie von einem Bergzwerg namens Jörg Sturmherz. Ihre Geschichte. Die Frosterben sind eine in Wards of the Lich King neu entdeckte Zwergenfraktion. Bran Bronzebart glaubt, dass sie aus Uldaman in die Sturmgipfel zogen, um dort dann die Eisfestung errichteten, da es keine Aufzeichnungen von ihnen in Uldua gibt. Dies kann aber nicht sein, da die Uerdinnen bereits während Lokins Verrat Krieg gegen die Eisriesen führten. Als die Titanen im Kampf gegen Sargeras starben, entschwand ihr Geist in die Titanenwächter von Azeroth. Diese, nennen wir sie mal Gefäße, waren jedoch zu schwach, um die mächtigen Titanseelen aufzunehmen, und zurück blieb in den Titanenwächter nur Verwirrung und Zweifel. Nur einer verstand die Nachricht, es war Raden. Loken war der Wächter, welcher am meisten durch die Verwirrung und Zweifel betroffen war, und dies nutzte der alte Gott Yogg-Saron aus. Er benutzte Lokens Liebe zu Sif, Thorims Frau, und verdrehte sie zu etwas Verdorbenen, Krankhaften und Süchtigen. Also, Loken wurde süchtig nach ihr. Abhängig, könnte man auch meinen. Als Loken Sif dazu überreden wollte, seine Gefährtin statt Thorims zu werden, wollte Sif dies Thorim sagen und sagte Loken, dass sie Thorim nie verraten würde. Daraufhin tötete Loken in Wut Sif. Als er merkte, was er getan hatte, arbeitete er daran, den Tod zu vertuschen, als Sifs Geist vor ihm erschien und ihm vergab. Insgeheim jedoch war dies der alte Gott Yogg-Saron, welcher seinen Ausbruch aus Uldua plante. Sifs Geist schlug vor, ihren Leichnam nach Dun Nilfheim zu schleppen, wo die Söhne Hodis lebten und seine Kinder die Frostriesen. Thorim würde glauben, dass Angrim, der Anführer der Frostriesen, dafür verantwortlich war, oder noch besser, Hodir selbst. Thorin griff sofort Dun Nilfheim mit seinem Sturmriesen und den Frosterben an und brach damit den Pakt, alle Kinder des Frosts zu beschützen.
In seiner Wut schmiss Thorin jedoch, während der Kampf noch im vollen Gange war, seinen Hammer Krollmir, den Hammer der Stürme, auf das Schlachtfeld und tötete damit jeden verbleibenden Frosterben, Sturmriesen und Frostriesen auf dem Schlachtfeld und ließ sie im Eis ewig eingeschlossen. Daraufhin verbannte Loken Thorin aus Uldua, welcher seitdem depressiv in den stummen Gipfeln umherwandert. Die verbleibenden Frosterben und Ödenen flohen gemeinsam mit Hütatyr, Achaedes und Ironaya nach Uldaman, welche sich dort in Stasis versetzten. Tyrs Schicksal war jedoch ein anderes. Er opferte sich, damit auch die anderen entkommen konnten. So kam es, dass nur noch wenige Frosterben und Ödene in den Sturmgipfeln blieben. Der jetzige Anführer der Frosterben, Jörg Sturmherz, ist noch nicht lange ihr Anführer. Vor Jahren fand eine Gruppe der Frosterben den Zwerg, als sie während eines unerträglichen Blizzards in den Drachenöden unterwegs waren. Sie folgten einer Spur von frischem Blut und fanden einen einsamen Zwerg, der im Schnee herumstapfte und einen Dialekt sprach, den sie nicht kannten. Er war seltsam. Noch nie hatte ein Frosterbe so einen Zwerg gesehen. Ein Bergzwerg. Mit weicher, blasser Haut. Da sie ihren neu entdeckten Cousin nicht im Schnee verbluten oder erfrieren lassen wollten, nahmen sie ihn mit sich. Nicht lange danach war es ein riesengroßer Jumungar aus dem Schnee. Er kam aus dem Nichts und einer der Frosterben wurde gefressen, ehe sie etwas dagegen unternehmen vermochten. Die Frosterben dachten, sie wären damit verdammt, bis als sie einen gewaltigen Schrei hinter sich erschallen hörten. Sie drehten sich um und sahen, dass der Bergzwerg in seiner Gestalt wuchs. Seine Haut wurde zu Stein und Blitze kamen aus seinen Fäusten. Der Zwerg zerschmetterte den Kopf des armen Biestes mit einem Sturmhammer. Der Jumungar verlor seinen Kopf und kippte in den Schnee. Die Frosterben waren erfüllt von Verwunderung und Respekt und nannten ihn ab dem Zeitpunkt Jörg. Ein Name, der für Helden reserviert gewesen war. Schließlich hatten sie keinen Namen für ihn und diesen hatte er sich nun mit dieser Tat verdient. Bald schon wurde Jörg König der Frosterben, da er sie trainierte und sie noch stärker schienen als zu Zeiten des Krieges gegen die Frostriesen. Sein Kampf gegen den Jumungar wurde sich in den Lagern erzählt und machte den Kriegern Mut, dass sie trotz ihrer geringen Größe zu großen bereit sein konnten. In Wars of the Lich King verbündeten sich die Frosterben mit der Forscherliga und der Allianz im Kampf gegen den Lichtkönig. Doch wollte der gute Jörg kein Risiko eingehen, welches Frosterbenleben kosten konnte. Bran Bronzebart kam in die Eisfestung, um mehr über die Titanen und den Ursprung der Zwerge zu lernen, und erkannte Jörg wieder. Jörg Sturmherz war sein eigener Bruder Muradin Bronzebart, der Bruder des Königs Magni Bronzebart von Eisenschmiede. Prinz Muradin war vor Jahren nach Nordend aufgebrochen, um eine Runenklinge namens Frostmund zu finden. Doch bald schon war sein Lager eingeschneit und mit dem Schnee kamen die Untoten, verwesene Leichname, die schwer zu vernichten waren, und sollte einer seiner Kameraden sterben, wuchs so ihre Zahl. Die Lage schien hoffnungslos zu sein, doch Rettung kam in Gestalt des jungen Menschenprinzen Arthas Menethil. Arthas Menethil, Muradins alter Schüler, war gekommen, um den Lord der Untoten zu jagen, ein Dämon namens Mal'Ganis. Ah, eine Goldmine. Hier schlagen wir das Lager auf. Wir werden angegriffen! In Deckung! Pest und Hölle! Ihr seid nicht untot! Ihr lebt alle! Muradin, seid ihr das? Verdammt, Junge! Ich hätte nie gedacht, dass ihr zu unserer Rettung kommen würdet. Rettung? Muradin, ich wusste nicht mal, dass ihr hier seid. Wie auch immer, Freund. Ich kann Hilfe brauchen. Meine Gefährten und ich wurden angegriffen und getrennt. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. Natürlich helfe ich, Muradin. Gehen wir. Nun dann, Muradin.
Was treibt ihr denn eigentlich hier oben? Mein Freund, in dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Portal verborgen. Es soll den Reisenden in ein geheimes Gewölbe bringen, wo eine Runenklinge namens Frostmourne wartet. Wir kamen her, um Frostmourne zu holen. Aber je näher wir dem Portal kamen, desto mehr Untoten begegneten wir. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Mal'Ganis gefunden. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Captain, ich wünsche, dass ihr hier unser Hauptquartier aufschlagt. Ja, Milord. Zusammen mit Muradins Hilfe schaffte Arthas es, das Lager zu sichern und die Untoten auszuspionieren. Doch Uta, Arthas Paladin-Großmeister, hatte den Vater von Arthas, überredet, die Nordend-Expedition, wie dieses Unterfangen genannt wurde, abzubrechen. Muradin merkte bald, dass Arthas sich veränderte. Er war nur noch auf Rache aus. Zusammen verbrannte er mit Arthas schweren Herzens die Schiffe, ihre Schiffe, sodass sie das Land nicht verlassen konnten, und schickte quasi seine Soldaten auf die Söldner, die er dafür angeheuert hatte. Vergibt mir, Botschafter, aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uther hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten. Wir bahnen uns den Weg durch den Wald, Männer. Captain, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Milord, euer Vater ließ die Truppen auf Geheiß von Lord Uther abziehen. Uther hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger kann ich Mal'Ganis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, Freund? Bis auf die Balken verbrannt. Niemand kehrt heim, bis unsere Arbeit hier getan ist. Prinz Arthas. Rasch, meine Krieger! Diese mordlüsternen Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und unsere Heimkehr vereitelt. Tötet sie alle im Namen von Lordaeron! Verdammte Bestien! Tötet sie alle! Unsere Schiffe zerstört. Was sollen wir jetzt machen? Hört mir zu. Hört alle zu. Für uns gibt es keinen Weg nach Hause, es sei denn durch Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Kehrt jetzt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Dann wurde der Schneesturm wieder dichter. Arthas und Muradin standen mit dem Rücken zur Wand und mit jeder Stunde wuchs die Zahl der Untoten. Muradin erzählte Arthas von Frostmourne und gemeinsam schlugen sie sich zu der Klinge durch. Ihr habt eure Männer belogen und die Söldner verraten, die für euch gekämpft haben. Was ist mit euch los, Arthas? Ist euch die Rache denn so wichtig? Verschont mich, Muradin. Ihr habt nicht gesehen, was Mal'Ganis meiner Heimat angetan hat. Der dunkle Lord sagte, dass ihr kommen würdet. Hier endet eure Reise, Junge. Gefangen und frierend auf dem Dach der Welt. Und nur der Tod kann von eurem Ende singen. Sieht nicht gut aus. Wir sind völlig umzingelt. Eine Chance haben wir noch. Helft mir, Frostmourne zu finden. Wenn es so mächtig ist, wie ihr sagt, könnte es unseren Sieg bedeuten. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Freund.
Aber ich habe versprochen, ich stehe euch bei. Stehe für das Licht. Was geht? Kehrt um, Sterbliche. Tod und Dunkelheit erwarten euch in diesem verwunschenen Gewölbe. Ich bezweifle, dass es da unten etwas Schlimmeres gibt als das, was wir schon gesehen haben. Glaubt, was ihr wollt, Junge. Ihr könnt nicht vorbei. Geht weg, bevor es zu spät ist. Ihr wollt das Schwert immer noch beschützen, was? Nein, ich will euch vor ihm beschützen. Seht, Muradin, unsere Rettung. Frostmourn. Halt, Freund! Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt die Macht die Seele. Oh, ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst. Ich würde jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst gut sein, Arthas. Vergesst diese Sache. Und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern! Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan. Ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten. Prinz Arthas, wo ist Muradin? Wir halten nicht mehr lange durch. Muradin ist tot. Doch seid beherzt, Captain. Der Feind kann gegen die Macht von Frostmourne nicht lange bestehen. Als Arthas die Klinge ergriff, ergriff der Lichtkönig Arthas Herz und ließ ihn nicht mehr los, bis fast nichts mehr von dem geliebten Prinzen Lordaerons da war, was nicht vernichtet werden konnte. Muradin jedoch starb an diesem Tag nicht. Er erwachte und hatte vergessen, wer er war, und wanderte in einem Schneesturm verwundet in den Drachenöden herum. Als Bran ihn darauf ansprach und auch Magni Bronzebart, den König von Eisenschmiede, dazu holte, erinnerte sich Muradin wieder und schwor, mit Arthas noch ein Hühnchen zu rupfen. Nach Ward of the Lich King ist Velok Eisenhauch der Anführer der Frosterben, und diese dürften nun offizielle Unterstützer der Allianz sein. Subway ist confirmed. Die momentane Beziehungen zwischen den Eisenzwergen und den Frosterben ist unbekannt. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Eisenzwerge unter Loken und somit einem alten Gott dienten, dürfte sich die Vergangenheit den Frosterben mit den Eisenzwergen recht aggressiv gewesen sein. Ihr Kriegsgeschick und ihre Taktiken. Vom eingeeisten Schlachtfeld in Donnerfall können viele Kampftaktiken der Frosterben gegen größere Feinde abgeleitet werden. Die Frauen der Frosterben scheinen Experten im Fernkampf zu sein, da sie die Fernkampfbataillonen der männlichen und weiblichen Frosterben anführen. Ebenso scheinen viele von ihnen Heilerinnen zu sein. Diese Bataillonen nutzen beides, Bögen und Gewehre. Jedoch scheinen Gewehre unter Frosterben eher eine Seltenheit zu sein. Die Bataillonen der Frosterben scheinen am meisten um die drei Ballisten herum positioniert zu sein. Die Männer sind eher im Nahkampf aktiv und mit dem Nachladen und Abschießen der Ballisten beteiligt. Einige sind jedoch auch in den Fernkampftruppen der Frauen eingeteilt. Die meisten, wenn nicht alle Frosterben, scheinen in diesem Kampf eine Lanze dabei gehabt zu haben, welche ihnen erlaubt, den Feind im Fernkampf zu attackieren. Danach sieht man sie oft mit einer zweiten Waffe attackieren. Oft sind dies Äxte oder Schwerter. In einem Kampf sieht man, dass die Frosterben sich mit mannshohen Schilden gegen die Eisriesen wehren, während die Fernkämpfer weiter vorrücken und auf ihn schießen. Um die sehr viel größeren Feinde zu bekämpfen, sieht man gut, dass die Zwerge ihre vielen Truppen und kleine Statur zu ihrem Vorteil nutzen.
Sie umrunden den Frostriesen und attackieren ihn von allen Seiten, springen auf seinen Rücken und verletzen seine offenen Stellen. Dabei nutzen sie die vorher geworfenen Speere als Sprossen einer Leiter. Oftmals wird der Frostriese dann so weit abgelenkt, bis eine Balliste wieder bereit zu feuern ist und dem Riesen ein frühes Ende bisher bereiten kann. Die Frosterben scheinen am Bodenkampf auf all die Eisbären zu setzen, die in diesem Gebiet beheimatet sind. Nützlicher wären hier natürlich gewesen, ihre Sturmspitzenadler zu nutzen, um sie von oben auf die Riesen fallen zu lassen. Jedoch wissen wir hier nicht, welche Wetterlage im Kampf herrschte. Möglicherweise herrscht ein Schneesturm, welcher nicht unüblich hier ist und es ihnen unmöglich machen würde, auf den Adlern zu fliegen. Die Sturmspitzenadler. Wie die Wildhammerzwerge es mit den Greifen in den Schattenhochlanden oder im Hinterland taten, domestizierten die Frosterben die in den nahen Bergen beheimischen Sturmspitzenadler. Und ähnlich wie die Greifenreiter haben auch die Adlerreiter der Frosterben ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Flugtieren. So Leute, und bevor ich es vergesse, möchte ich nochmal hier den guten Sio dankend erwähnen, der mir vor wenigen Tagen dieses Bild hier zugeschickt hat, was ziemlich lustig ist. Darauf zu sehen ist mein Let's Play-Charakter von World of Warcraft. Ein lustiges Bild, sehr schön, wahrscheinlich mit Model Viewer bearbeitet. Finde ich toll, ich mag sowas sehr gerne. Wenn ihr Bilder für mich habt, irgendwie weihnachtlich, irgendwie einfach meinen Kanal betreffend oder irgendwas, was WoW betreffend, was ihr selbst gemacht habt oder für mich gezeichnet habt, dann schickt es mir gerne zu. Ich mag sowas immer ganz gerne. Das wollte ich nur hier erwähnen, bevor es jetzt zu den Trivia-Fakten geht. Trivia. Einige Anhänger von Weevil haben das Aussehen der Frosterben, welche im Model Viewer als eine Unterart der Ödenen ist. Es ist jedoch nicht bekannt, ob die Frosterben, die wir heute im Spiel in Nordend sehen, Ödene sind oder sie den Fluch des Fleisches erlagen. Die Frosterben nutzen neben den Bären auch Worgs als Spurensucher, welche sie Frosthunde nennen. In der Warcraft 3 Mission, in der Ardas Frostmoon aufnimmt, stirbt Moradin. Und erst in World of the Lich King stellt man fest, dass Moradin noch lebte. Die Eisfestung kann nur per Flugmount erreicht werden. In einer Quest in K3 kann man jedoch am Ende mit einer Rakete in die Stadt fliegen und dann den Flugpunkt dort aktivieren und aktiv nutzen. Krollmir, der Hammer der Stürme von Thorin, ist eine Anspielung an Mjölnir, der Hammer des nordischen Gottes Thor. Joa, Leute, man merkt schon, ich bin immer noch ein wenig erkältet, aber ich hoffe, dieser besondere Part an einem besonderen Tag, nämlich Heiligabend, hat euch gefreut, schenkt schöne Geschenke, seid besinnlich mit euren Familien noch zusammen, habt schöne Geschenke unter den Weihnachtsbaum, lasst euch reich beschenken. Ich wünsche euch jetzt schon alles Gute fürs neue Jahr, weil ich nicht weiß, ob ich ein Jahresspecial mache. Ich muss tatsächlich am Silvester und am 1.1. arbeiten, also im Neujahr. Keine Ahnung, wie ich zur Arbeit komme. Die Busse fahren auch in Berlin nicht. Naja, egal. Ja, schon kacke. Ja, ich wünsche euch hiermit von mir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass ihr auch im neuen Jahr meine Videos guckt und dass wir im neuen Jahr zu neuen Höhen aufsteigen. Mehr Lore-Videos, mehr Let's Plays, mehr vom Alten, mehr vom Guten. Ja, und den ganzen Shit, ne? Ich wünsche euch alles Gute. Bis denn.